Hallo? Seid ihr schon da? Ich habe irgendwie voll das Bedürfnis, so alte YouTube-Sachen wieder zu machen. Also gar nicht, dass ich jetzt alte Formate wiederbeleben will. What the fact? Aber ich sehne Ja, mich das irgendwie wär's, nach diesem oder? Vibe. So Videos machen einfach. Mal wieder was schneiden. Mal wieder irgendwie irgendwelche Blödeleien in Videos einbauen. Ich habe aber gleichzeitig halt, wie so viele andere YouTuber auch, voll die Selbstdarstellungspsychose über die Jahre bekommen. Ich habe voll die komische Beziehung bekommen zu so Öffentlichkeit und wie man sich selbst darstellt und Internet in general. Aber nichtsdestotrotz bin ich dieser Typ, der irgendwie gerne diese Sachen macht und ich würde gerne dahin zurückfinden. Schiebe aber jetzt dieses Video die ganze Zeit schon auf, weil immer irgendwas nicht stimmt. Ich fühle mich nicht wohl. Ah, meine Haare sind komisch oder ah, ich sehe irgendwie dick aus oder ach, das Wetter ist gerade nicht gut, deswegen sieht das Licht nicht gut aus. Ich bin sowieso das personifizierte Aber. Ich habe mich gerade hier schon hingestellt, alles vernünftig ausgeleuchtet, Ja, geputzt. Tadl auf jeden Fall einer der hässlichsten Menschen, die ich kenne. Sieht auf jeden Fall gerade sehr dick aus für mich und so. Na, for real, der Typ, keine Ahnung, er könnte sich den Schwanz ins Gesicht tätowieren und er sieht immer noch besser aus als ich. Guckt, welche Ecke von meinem Aber Zimmer. ist natürlich eben die Selbstdarstellung, ne? Du bist dein eigener größter Kritiker. By the way, für die Leute auf YouTube, ich habe es gar nicht erwähnt, wir schauen gleich, was wurde aus Dead Adam. Und weil Tadl vor 2 Tagen ein Video hochgeladen hat, ich bin noch da oder hey, ich lebe noch, wollte man da noch kurz reinschauen. Filme ich und da haben mich auch schon wieder Sachen abgefuckt, weil wir gerade umgezogen sind und es noch nicht richtig aufgeräumt ist und sowas. Und jetzt sitze ich hier und mache das einfach so. Spreche einfach in die Der fucking Ton ist Handkamera rein und Bombe. fertig. Yes! Ja, Leute, ihr erinnert euch an Flawless August, Stable April oder in der jungen Vergangenheit den geharperten New High July. Ich wollte unbedingt aus dem September nochmal so einen Monat machen. Jetzt ist gerade in diesem Moment, wo ich das aufnehme, der 31.8. Ich wollte schon. Okay, ist nice, aber ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so aus. Ich weiß halt, dass er rappt, ne, unter dem Namen TJ Beastboy und so. Sehr, sehr nice Stuff, den er immer droppt, aber jetzt auf Tadl hat er eben 8 Monate lang nichts mehr hochgeladen. Aber Dead Adam kennt ihr ja noch, oder? Das war damals absolut crazy. Wann war denn das? 2014 oder sowas? Da hat Tadl Adi, eben hier Tadl Adi und, fuck, das ist jetzt bitter, dass mir der Dritte nicht einfällt. Irgendwas mit Music. Irgendwas mit M-M-Music, haben so ein Trio gebildet, wo sie einfach Musik machen. Und die Auf Chrome diesem EP, die habe ich damals sowas von heftig gefeiert. Also das war absolut sick. Kanal habe ich die letzten 2 Jahre den Weg von Adi, Mary und Tadl zu Dead Adam Mary. vorgestellt. In diesem Video geht es um ein Status-Update, was sie heute treiben. Und wir fangen an mit Adi, aka Dizzy Earth. Viele aus der Community fragen Dizzy sich, Earth. genau wie ich, was aus Adi und Bora nach Dead Adam geworden ist. Adi und seine Frau Lou haben ihr zweites Kind bekommen und leben das Familienleben auf Madeira. Die beiden haben sich nämlich ein Haus gekauft und wollen das dann von ihren Ersparten renovieren. Dafür hat sie vor 2 Monaten den YouTube-Kanal Rabbit Hole gegründet. Der Kanal ist noch recht unbekannt und hat aktuell LOL. 2000 Abonnenten. Und Adi macht natürlich noch Musik. Erst vor kurzem kam tatsächlich ein Mixtape raus. Und der erste Song, den wir uns gönnen, heißt Is Okay. Ist okay, wenn du gehst. Lass mich schwimmen gehen im Leid, aber kill nicht meine Zeit. In diesem Song geht es Alter, sie voll sickern, Alter. Also for real. Meiner Meinung nach um den Verlust einer engen Freundschaft. Auch wenn er sich schlecht fühlt, geht er seinen Weg weiter. Der zweite Song beginnt so, als würde Adi ein Filmband zurückspulen. Und dann beginnt er mit einer Ja, introspektiven Mann, Grossbeat Half-Step in FL Studio. Let's face. Beschreibung seiner selbst. Lately wurde jeder fucking Glaubenssatz erschüttert. Ich weiß nicht mehr wohin, denn jeder Weg ist wie verschüttet. Er gibt uns einen Statusbericht, dass er in gewissen Sachen einfach nicht mehr weiß, was er machen soll. Menschen haben ihn enttäuscht. 2022 Illusionen fallen zusammen. Und er kämpft jeden Tag mit negativen Gedanken. Und zum Nachtisch gibt's gefüllte Röllchen, damit er den Stress abbauen kann. Im Grunde ist Adi ein Autotune zu wenig, man hört Stimme. Schau, ich finde, Autotune ist ein geiler Effekt, den du benutzen kannst, um dich selbst zu interpretieren. So. Also, ich finde, in dem Fall finde ich es sehr nice. Und wie Moneyboy gesagt hat, ich finde, es kann gar nicht genug Autotune geben. Na, aber also for real. So, wer macht denn auch noch viel mit Autotune? Bin ich mir gar nicht sicher. Bin ich mir gar nicht sicher, jetzt fällt mir kein Name an, aber weißt du, Travis Scott und sowas, ne? Rin macht auch viel mit Autotune, aber Rin auch, ja, Trettmann, vielleicht auch, ja. Ist ein geiles Stilmittel. Ist ein geiles Stilmittel. Ein Mensch, der mit viel Optimismus die Tilo? Zukunft gesehen Kann hat. Doch sein. diese Menschen machen sich gerade durch ihr Vertrauen und ihre Offenheit sehr verletzlich. Er realisiert in dem Song, dass irgendwas unfair gelaufen ist. Doch er verwandelt diese negative Erfahrung in Akzeptanz. Kein Ehrlich, nimmt als Lehrer an, trotzdem sorgt die Scheiße an der Power, so wie.
eigentlich ist es ja wie bei Peter Fox, denn er hat schon mal bewiesen, dass er es drauf hat und er muss es nicht toppen. Aktuell liegt der Fokus wahrscheinlich bei der Familie, der Hydra CCC Klamottenmarke und spätestens wenn das Haus fertig ist, erleben wir den Next-Gen-Adi. Safe, aber ganz kurz, da habe ich auch mal, ich bin großer Borgor-Fan, falls ihr Borgor kennt, und er hat auch mal gesagt, das ist so ein Dubstep-Producer, kann man sagen, oder früher viel Dubstep, und der hat so ein Lied rausgebracht, Decisions mit Miley Cyrus, und das Lied ist absolut geisteskrank und ist extrem, so, keine Ahnung, hat extrem gut funktioniert und so, ne? Und er hat dann gesagt, so die Jahre danach hat er halt immer versucht, ein Lied rauszubringen, das besser ist als Decisions. Und halt je länger du brauchst, um das zu toppen, desto schwieriger wird es, das zu toppen, weil du hast ja auch noch diesen Nostalgiefaktor und denkst dir dann, ja, damals Decisions, das war einfach eine andere Liga und halt, selbst wenn du halt dann ein besseres Lied halt, selbst wenn du faktisch ein besseres Lied rausbringst, ist es halt einfach trotzdem nicht besser. So, I don't know. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es wird auch Leute geben, die werden halt sagen, so, ja, keine Ahnung, hier, Monte zum Beispiel. Monte, Prime Monte war für mich so 2014, 15 sowas. Und halt Monte kann, egal was er an seinem Content ändert und egal was er macht und dies und das und jenes, er wird nie wieder dieser Prime Monte, egal was er halt raushaut. So, und deswegen, du darfst dich dann irgendwann mal nicht mehr anhand von dem messen. Aber was wurde aus Muskelmali? Muskelmali heißt jetzt Mary und ist im Jahre 2023 in Köln in seinem eigenen Studio und produzierte die letzten Jahre für viele Rapper wie zum Beispiel El Guni, Gold Roger, YFG Pave, den ich auch bereits vorgestellt habe, oder Mauli, DTV DNS, Luzine, Cindy oder Hero. Und letzt habe ich ihn auf Instagram bei Lochi gesehen. Und das hier ist sein Producer-Tag. Leute, ich muss gerade ein Fenster aufmachen, es ist so warm hier drin. Mary verfolgt gerade seine ganz eigene Musikkarriere und wer ihn noch gar nicht verfolgt hat in den letzten Jahren, der ist jetzt sau überrascht. Komm ich auf die Bühne, geht der Kreis auf. Leute, da draußen kenne ich die Wahrheit, doch ich scheiß drauf. Nimm das Mic auf, lau so wie beim Eislauf. Und auf meiner Uhr hab ich einen kleinen blauen Stein drauf. Yeah. Er brachte ein eigenes Mixtape namens Orange Dream heraus und danach noch einige Singles. Ich muss bisher sagen, das Ding knallt schon ganz gut durch. Auch er erzählt in den Songs von ähnlichen Problemen wie Adi. Neben seiner eigenen Musikkarriere, neben Produktionen, ist er auch noch Host des Motorsport-Podcasts Zu schnell für manche. Außerdem ist er, wie die nächste Person, die wir euch vorstellen, verheiratet. An der Stelle wisst ihr eigentlich, wie ich an die Infos komme. Ich kann nicht einfach Mary anrufen und fragen, ob er verheiratet ist, sondern ich gehe auf seinen Instagram-Kanal, gucke mir alle Bilder an und dann habe ich dieses Bild gefunden. Und oben rechts ist dann Werbung für den Shop seiner Frau. Oh, okay. Das Tuch kostet übrigens 680 Euro. Trotzdem alles gut an euch. Entspannt. Was wurde aus Tadde? Ich denke, die meisten wissen, was aus Tadde wurde, aber ich erkläre es natürlich für euch trotzdem nochmal. Tadde feierte vor ein paar Wochen den ersten Hochzeitstag mit seiner Frau und hat mittlerweile eine Tochter. Die Goldplatte hängt an der Wand auf dem Haus auf Madeira und T ist mittlerweile erwachsen geworden. Er hat seine Leidenschaft fürs Beatboxen entdeckt und Tadde hat am meisten Musik rausgebracht unter dem Namen TJ Baby Brain und TJ Beast Boy. Wir konnten TJ Baby Brain? Den kannte ich nicht. Ja, jetzt wieder Beatboxer und er legt jetzt quasi. Und jetzt, das ist nämlich das Ding. Er fängt jetzt wieder an mit YouTube-Videos, na, hat er gemeint, hat er Bock drauf. Und jetzt legt er quasi genau die gleiche Karriere hin wie Alberto. Na? Ihr werdet noch sehen, der wird mit Flying Uwe wieder Videos machen und so. Und dann macht er, hey TJ. Wirklich jahrelang bei seiner emotionalen Reise durch die Musik verfolgen. Sein neuestes Mixtape, Mathematic Rap Addict, war auch ein riesiges Status-Update. Und meiner Meinung nach eins seiner besten Sachen. Tadde erzählte häufig, dass es ihm nicht gut geht und sein Lebensstil nicht der gesündeste war. Doch jetzt ist er an einem Punkt angelangt, wo er sein Leben in den Griff bekommt. Jetzt wisst ihr, was aus Dead Adam wurde. Und hier der Hinweis, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr jetzt gerne reinlachsen, der ist geil. Reinlachsen ist auf jeden Fall eine gute Option. Machen wir gleich mal, ne? Geil, gut zu wissen, was aus Dead Alarm geworden ist. Wie gesagt, Chromie P, danach habe ich es kaum noch so verfolgt, aber viel ist da noch gar nicht mehr gekommen, ne? Da haben sich relativ schnell, glaube ich, die Wege gesplittet. Auch gar nicht mal im Negativen, denke ich, aber im Großen und Ganzen Dead Adam, sehr gute Memories.